Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Captain Toadette. Ja, Captain Toadette, ich hab's falsch gesagt. Und wir kämpfen weiter gegen Drangadon in unserem letzten Bonus-Ziel-Komplettierungs... Run. ...Dings, Bums und so. Also das große Finale ohne Wingo. Oh, kacke. Ja, wir starten das Level natürlich neu. Wer aufmerksam den letzten Part geguckt hat, weiß, ohne den Pilz ist da nichts zu holen. Dann fehlen genau wie viele Münzen? 3,7. Ja, 3,7. Abgerundet natürlich. Abgerundet. Auf 3,7. 3,6. Nein, du hast 3,7 gesagt. Ja, 3,19 gesagt. Hey, du hast 3,50 gemeint. Ich meine, so einiges wieder drauf kurz ist. Ich weiß. Und es ist ja wieder Münzen vergessen. Ja, so wie immer, ne? Weil der Tag kurz ist. Denn der Tag dauert nicht mehr lang heute. Noch 2 Stunden, dann ist der Tag. Der Tag ist gekommen, an dem Dragadon Rache nimmt. Keine Rache! Ich nehme alles zurück, alles ist in Ordnung! Warum hat er eigentlich schon diese riesen Beule? Es wäre voll sweet, wenn Mumientod das so weiterzieht. Er hat eine 10 Münzen. Hast du dieses Risk gesehen? Ja, das war voll. Hast du dieses Risk gesehen? Ja, das war genauso heftig wie das andere risky stuff. Risky, zu risky für mich. Ich drehe durch. Nein! Oh komm. Du hast den Pilz aber schon. Ja, ich schaff's jetzt aber nicht mehr das Level, weil ich zu dumm dafür bin. Komm schon. Ach so, weil du da hinten einmal klein werden musst. Ja, ich sterb da hinten immer einmal. Komm, dann schaffst du es jetzt einmal ohne Sterben. Ich weiß nicht, wie man das machen soll mit Mumientod im Nacken. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, wie mache ich das jetzt mit der Lava? Wie funktioniert das? Jetzt. Das geht nicht. Ist halt doch gegangen. Mit der Lava geht das aber nicht. Ging doch. Wie? Du hast es doch geschafft. Wie? Du musst jetzt nur noch schnell den Stern holen. Ohne dich von Mumientod erwischen zu lassen. Das wäre peinlich, ne? Ja, das ist mir ja passiert. Nein, das ist mir nie passiert. Wir haben es halt nicht nur auf Video. Allein, wie viele Möglichkeiten gibt es jetzt, dass Tod einfach in die Lava fällt und brennt? Das Ding ist, wollen wir jetzt noch 3 Münzen her? Oh Scheiße, gib mir den Stern. Er war richtig schnell, ne? Ja. Das ist voll unfair. Und wir sehen da hinten, haben wir... Glückwunsch! Eine neue Seite wurde Bonus-Episode hinzugefügt. Wir sollten nicht bald einmal reden. Dann machen wir mal abwechseln. Eine neue Seite wurde der Bonus-Episode auf zum nächsten Schatz, Captain. Das war wieder nur zeitlose. Allein, dass es 192 Diamanten gibt. Boah, die Krone! Die Krone des Captain Tods! Ist das mal eine Ansage? Ist es jetzt ein neues Level? Ist es ein neues? Nein, ich glaube, das ist dieses Mumienrausch und du musst bestimmt voll viele kriegen. Ich habe nur noch eine Sekunde. Eine ziemlich lange Sekunde, wie mir scheint. Solange mir diese Schallgeist nicht auf den Sack gehen, ist das eigentlich in Ordnung. Oder geht das nach einem Gebäudelevel? Und dann nehme ich die noch. Ich weiß nicht, aber besser die Münzen haben als sie nicht haben. Eben. Komme ich denn zur Krone oder meinst du, dass es endlos ist? Ich schätze, du kommst zur Krone. Es wäre cool, wenn... Jetzt ist da eine 2. Ach, das ist wahrscheinlich so ein Highscore-Modus, oder? Wie viele Ebenen du schaffst. Er läuft schneller. Das ist assig.
wo geht es weiter? Da hinten ging es weiter, oder? Ich finde das assig, dass er mir nachläuft. Immer diesen Nachmacher, ne? Warte mal, wo geht's denn hier weiter? Wieder zurück. Und dann da hinten durch. Ah, da ist das Tor, ja. Ich habe vielleicht nicht die optimalste Sicht hierfür. Aber die anderen Sichten sind auch nicht optimal. Ist. Meinst du, dass irgendwie ab 10 kriege ich die Krone oder gibt's die Krone vielleicht einfach nicht? Ich weiß nicht, ich will die Krone haben. Er läuft krass schnell. Und die Frage ist, soll ich alle Münzen einsammeln in dem Level? Die Frage ist halt, nach was wird die Krone berechnet? Nach durch viele Level durchgekommen oder nach Münzen? Wenn es nach Münzen geht, sind wir schon gut dran, weil wir haben schon 500. Da geht's gar nicht durch. Oh, shit. Geht's da durch? Shit, da geht's nicht durch, shit, da geht's nicht durch, shit, da geht's nicht durch. Ah, Level 3 ist schon schwieriger, ne? Wo geht's denn durch? Da hinten bei dem. Du musst wieder komplett zurück, dann. Kommst nirgendwo durch. Komplett zurück. Es wäre voll witzig, wenn das eine Piranha-Pflanze im Topf wäre und du sie so mitnehmen kannst und dann so Nein, da ging es nicht durch. Mumientot essen kannst. Mega witzig. Piranha-Pflanzen sind voll nutzlos, wenn man nicht stehen bleibt. Ja. 600 Münzen kommen, das ist schon mal eine Ansage. Das war vielleicht kein guter Move. Aber jetzt hat er doch mehr Distanz als vorhin. Doch, da geht's durch. Shit, shit, shit. Goldpilz. Der erste Goldpilz. Stell dir vor, da werden so geheime Goldpilze versteckt. Zum Rausziehen. Warum nicht? Ja, läuft doch. Es gibt einfach keine Musik bei diesem Level, oder? Ja. What the fuck? Waren sie zu geizig für Musik oder ist das Absicht? Ich weiß nicht. Ob es die Spannung erhöht oder ob es langweilig ist. Oh, aber ich stehe unter Spannung, also. Ja, ich auch. Oh Gott. Warum sind das jetzt. Achso, der Goldpilz sind wahrscheinlich diese 50 Bonus-Momenten. Aber wie viel. Was kostet eine Krone? 1000? 10.000? Ich meine, wir sind erst Level 4. Weiter geht's. Komm, wow! Hör auf! Und wow. So ein Assi! Oh nein! Oh, wie krieg ich den denn weg? Es ist doch gut, dass er da ist. Er macht dir die Blöcke kaputt. Ja, er macht mich gleich kaputt. Alter Falter. Oh! Du kannst nicht alle Münzen kriegen. Du kannst nicht alle Münzen kriegen. Sicher? Ja. Wenn es davon 10 Dinger gibt und das jedes Mal schwerer wird. Also ja. So stelle ich mir das gerade vor. Und dann hat man halt so einen Münzrekord quasi. Mhm. Die Frage ist, kann ich mit diesen Viechern. Ich habe nicht genug Zeit, die zu rupfen. Ja, ich gehe auch nicht für alle Münzen. Ich habe ja eben schon nicht geschafft. Aber die meisten. Ja, versuch so viele wie so die meisten so. Mhm. So, dass du in jedem Abteilung einmal. Aber ich fand das andere schwieriger. Ja, ja, mit dem Rambo oder da ist. Und Kamek noch und so. Rein. Obwohl das Level war eigentlich ziemlich einfach, da was zu holen, ne? Ja, wenn es halt schwerer wird. Ich weiß natürlich nicht. Die Levels werden aber auch größer. Meinst du? Mhm. Du musst ganz ehrlich, solange man nicht in der Mitte des Gangs läuft, ist das eigentlich ziemlich. Ich glaube, die haben keine Musik, weil du dich dann besser konzentrierst. Weißt du? Irgendwie erhöht das die Konzentration. Kugel, ey. Wow, Kugel. So, die Kugel war schon wieder kritisch. Ja, weil du nicht damit gerechnet hast, bis auf Kugeln.
Das war jetzt schon krass. Das war jetzt schon krass. Ja, was? Das war richtig witzig. Du bist stehen geblieben. Das war immer so ein Moment so. Oh mein Gott. Aber er kommt auch einfach immer schneller, ne? Ich habe das Gefühl, am Anfang hat er halt so ein bisschen Distanz und die holt er irgendwie auf und dann holt er sie aber nicht mehr ganz auf. Es wird halt wieder, bei jeder Kurve holt er irgendwie weiter aus und deshalb kommt, desto mehr Haken du, sag ich mal, schlägst, desto größer wird natürlich... Ich wusste gerade nicht, wo es weitergeht. Ich weiß. Erstmal komplett verzweifeln. Wenn du mehr Haken schlägst, wird der Abstand größer. Kurven. Oh, das wäre was. Das ist so ja was für den Captain. Das Captain-Tor. Da kannst du durch. Wow, jetzt. Ich glaube, der wird schneller, oder? Er ist doch eben voll gelaufen, oder? Okay, komm, es gibt 10 und dann krieg ich die Krone, oder? Wenn das endlos ist, ne? Und dann sind wir echt schon weit gekommen und 1800 ist echt, also. Ich hatte gerade Angst, dass er da durchspucken kann. Aber ich will natürlich nicht verlieren, ne? Nee. Weil wenn ich jetzt verliere, wäre das echt kacke. Lieber zu wenig Münzen als jetzt verlieren, oder? Ja. Ich meine, wir wollen ja wenigstens wissen, wie es funktioniert. Also, weißt du? Man muss immer gucken, wann die wo spucken. Ja, man muss halt weitsichtig irgendwie sein, ne? Jetzt den ganzen Weg zurück. Und jetzt den ganzen Weg zurück. Oh, ey. Der macht einen fertig. Doch, da geht's durch. Da ging's durch. Zurück. Zurück. Wo denn? Einfach da bist du gegengelaufen. Da kannst du einfach durch. Und dann da hinten durch. Shit! Er ist auf Drogen! Er läuft voll komisch. Also zack, 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 zack. Letztes Level. Das ist schon geil. Aber wo ist der? Gibt's hier keinen? Das ist der Altar. Ich frage, ist das so ein Auffülllevel sozusagen? Fast. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie richtig Angst, dass er irgendwo aus der Wand kommt oder so. Oder jetzt gibt's so ein Boss-Level oder so. Ja. Richte nochmal den Rucksack. Und auf geht's in den Kampf. Yep. Es gibt einfach nicht mehr Stufen. Shit. Wow! Double Mumien Tod all the way. Wow. Oh, Scheiße. Double Mumien. Ich geh jetzt einfach. Ich geh jetzt einfach. Maximum Level. Ich hoffe, es geht nicht. Wow, fuck, ich bin jetzt schon gemacht. Da ging's da gar nicht weiter. Da hinten bringt es mich auch nicht weiter. Boah, das ist, macht einen richtig nervös, dass der so... Wow. Bei 2 Mumien Tots wird der abgesperrte Weg man selber absperren. Natürlich. Ja. Einfach 2 Mumien Tots. Die Frage ist halt, ist das wirklich endlos und pro 10 Level gibt es einen Mumien Tot mehr? Oh, 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 shit. Weißt du? Wir werden ja mit einem Teleporter nicht mehr aufgefrischt, ne? Mhm. Oh, shit. Oh, shit. Oh, 7... jetzt 7 Level auf einem... 7 Level auf einem Leben, ey. Ich muss jetzt für... Für Level und nicht für... Wir wollen 3 Mumien Tok... Kamek. Und 2 Assis. Nein! Ich bin... Oh, ich hatte Angst vor den 2 Bullies da. Oh, ja, nein. Es ist mitten ins Rekord. Oh. 5000 Münzen! 5000. Wir haben gerade mal die Hälfte. 5000 Münzen. 5000 Münzen für die Krone. Wir haben 41 Leben auf einmal. Wir hatten voll 15. 5000 Münzen. Oh, das Doppelte. Ja. Alter, wie viele Leben wir jetzt haben? Das Doppelte brauchen wir. Das heißt, das ist eine Ansage. 30. Und guck mal, danach kommen ja nochmal hier
Ja, vielleicht noch so ein Special mit Tottrup. Also Tottrup ist schon cool, ne? Ja. Obwohl der Gelbe, ne? Der ganz schön risky. Also. Ja. Oh, 5000. Ja, 5000 ist schon krass viel. Also, wir hatten das Doppelte jetzt nochmal. Erreichte Ebene 15. Oh, ich glaube, das ist echt so eine Highscore-Jagd. Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber es ist witzig, aber... Boah. Ich hätte es nicht so weit geschafft. Vielleicht drei. Drei Ebenen. Okay. Na gut, Leute, dann gucken wir dann beim nächsten Mal, ob wir vielleicht mal Pixeltots wieder suchen. Oder ja. Ob wir die Krone erringen. Da ist sogar so ein kleiner Pilz drauf. Ne? Da steht doch auch zeitloser Mumienschanz. Ja, aber das Ziel ist 5000 Münzen. Meinst du, du kriegst dann wirklich so eine Krone? Das wäre richtig süß, wenn dann so eine Krone kommt und dann setzt Captain Totti so auf. Mhm. Das wäre so niedlich. Ja, ich glaube das. Aber das Bild ist ja eigentlich immer aus so einem Level rausgenommen. Ja. Eigentlich? Oder die Krone gibt so 10.000 Münzen. Ja, und warum ist dann da 5.000 Münzen gesammelt? Ja, weil die eh am Ende ist oder so. Und warum gibt es 92 Diamanten? Keiner. Keine also Ahnung. Also 192? Keine Ahnung, was ich dabei gedacht habe. Ach ja, 192 ist eine schöne Zahl. Na gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir überlegen uns, ob wir Pixeltots oder Kronen. Marathon. Lauf. Dings machen. Ja. Tschüss. Tschüss.